Erstmal fange ich mit dem Präsidenten des Deutschen Skiverbandes an. Der zweite Wettkampftag ist rum. Ist ein bisschen Erleichterung jetzt da? Selbstverständlich, ich denke bei uns allen. Damit haben wir jetzt 4 Sportler, die bereits Medaillen haben, weil die Magdalena ja zweifach, einmal in der Staffel und einmal im Einzel dabei ist. Und damit passt die erste Zwischenbilanz nach 2 Wettkampftagen perfekt. Kann man auch eine Mini-Zwischenbilanz ziehen, was den Zuschauerzuspruch betrifft, was die Atmosphäre betrifft? Ich meine, wahrscheinlich hast du sogar das Wetter bestellt, oder? Nein, das wäre zu viel des Guten, weil spätestens dann, wenn es schlechter wird, müssten wir uns das ja auch anrechnen lassen. Also da sage ich ganz einfach, der Auftakt war rundherum gelungen und ich denke, mit dem Zuschauerzuspruch konnten und mussten wir in Ruhpolding rechnen. Insofern haben die ersten Tage das gehalten, was wir uns alle von der Heim-WM versprochen haben. Und ja, das dann, um überzuleiten, der Bundesverteidigungsminister sich 2 Tage Zeit nimmt, Thomas Bach am ersten und am zweiten Wochenende mit von der Partie ist, zeigt, welchen Stellenwert diese Heim-WM, denke ich, nicht nur aus Sicht des DSV, sondern aus Sicht des Landes Deutschland und des Sports für Deutschland hat. Definitiv, aber bei Herrn Bach weiß ich, dass er ein richtig eingefleischter Biathlon-Fan ist, fast schon ein Biathlon-Freak, kann man das so sagen? Sie lieben, Sie mögen diese Sportart. Ja, ich mag die Sportart und ich mag vor allen Dingen auch die Athleten. Wir erleben eine Fülle von Athletengenerationen hier. Wenn ich meinen alten Freund Fritz Fischer sehe, dann jetzt als Trainer geht mir das Herz auf und so hat sich das bei den Biathleten immer fortgepflanzt. Es ist eine tolle Sportart und es sind tolle Athleten und deswegen komme ich auch immer gerne. Wäre das eigentlich mal eine Sportart auch für Sie gewesen? So Nebenfechten vielleicht? Das wäre für mich absolut nichts gewesen. Man hat mich mal versucht, zum Mehrkampf zu bringen. Und dann musste ich schießen. Hinterher war alles kaputt, nur die Scheiben waren noch heil. Also das war der absolute Misserfolg. Und deswegen wäre Biathlon leider nichts für mich gewesen. Von der Ausdauer her vielleicht noch, aber vom Schießen absolut untauglich. Herr de Maizière, Sie sind ja quasi der Chef vieler Athleten, die hier für Medaillen sorgen. Die Bundeswehr ist der größte Sponsor des deutschen Sports. Was mich interessieren würde, erstens mal, ist Biathlon für Sie auch so eine tolle Sportart? Also zunächst mal will ich in der Tat sagen, von den 4 Medaillengewinnern sind schon mal 3 Soldaten. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Und zweitens? Die andere ist beim Zoll. Nee, der ist Bundespolizist. Die Neuner ist Zollbeamtin. Genau. Der Pfeifer ist Bundespolizist. Auch nicht schlecht. Nein. Das Biathlon ist ja eine alte Militärsportart. Ich habe es heute im Laufe des Tages schon mal gesagt, war früher eine langweilige Randsportart, nur was für Freaks und Spezialisten. Und ist jetzt sowas von Massensportart geworden, mitten in die Herzen der Menschen. Und wenn ich dann das Privileg hatte, mit Thomas Bach und dem unter sachkundiger Beratung und Führung des Präsidenten da zu stehen, wo die Trainer stehen, wo geschossen wird. Viel aufregender geht's nicht. Sind Sie ein bisschen erschrocken oder erschrickt man dann als Verteidigungsminister, wenn die Jungs nichts treffen? Nein, also insgesamt muss man mal sagen, und das hat meine Frau bemerkt, haben die Frauen, nicht nur bei den Deutschen, insgesamt heute besser geschossen als die Männer. Stimmt, eindeutig. Und da müssen wir uns mal was überlegen. Aber Frauen dürfen wir jetzt auch zur Bundeswehr, auch freiwillig? Ja, vorher auch. Wir haben eine Frauenquote von gut 5%, großen Schwerpunkt in Sanität. Viel ist das nicht. Ich habe schon gesagt, wir müssten mal andere Munition austeilen oder so. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Was viele mich immer auch fragen, ist die Tatsache der Umstrukturierung der Bundeswehr. Wird das irgendwelche Auswirkungen eventuell haben auf die Unterstützung der Sportler? Spart man da auch ein? Wie funktioniert das in Zukunft? Ja, das relativ gesehen hat es eine Auswirkung, weil es relativ bedeutender wird. Absolut bleibt es gleich. Was meine ich damit? Ja. Die Zahl der Soldaten geht zurück, die Zahl der Standorte wird geringer, aber die Zahl der Förderplätze der Bundeswehr und die Zahl der Sportförderkompanien der Orte bleibt gleich. Und das habe ich bewusst so entschieden, auch als ehemaliger Sportminister und Innenminister. Und ich hoffe, das hilft dem deutschen Sport.
Also das hilft dem deutschen Sport ganz großartig und ich glaube, hier hat der Bundesverteidigungsminister auch an diesem Ort und an dieser Stelle einen großen Dank verdient, dass er diesen Wert anerkannt hat. Denn wir wissen, dass diese Entscheidung nicht leicht war und sie so zu fällen im Interesse unserer Athleten und des deutschen Sports. Auch hier nochmal ganz offiziell in größerer Runde herzlichen Dank und ich glaube, alle, die hier sind, teilen diesen Dank und diese Anerkennung für diese Entscheidung. Vielen Dank. Ich würde es aus Sicht DSV ganz einfach mit dem Dank oder der nüchternen Feststellung ergänzen, lieber Herr Minister. Sie haben es gerade angesprochen, die Anzahl der Athleten, die seitens der Bundeswehr die letzten Tage erfolgreich war, ein deutsches Team, nicht nur im Biathlon, sondern auch in anderen Sportarten, ohne die Unterstützung der Bundeswehr, wäre schlichtweg in dieser heutigen Form nicht möglich. Vergelt's Gott, sagt man im Bayerischen. Jetzt kann ich natürlich als Eurosport-Kommentator nicht umhin, Thomas Bach zu fragen, im Hinblick ein bisschen was auf die Olympischen Spiele in London. Es wird eine sehr, sehr kleine Mannschaft, wenn ich mich recht erinnere, eine der kleinsten Mannschaften der letzten 16 Jahre nach London gehen. Sie wird kleiner, aber fein sein. Wir werden eine erfolgreiche Olympiamannschaft haben. Es fehlen uns leider ein paar Mannschaftssportarten, gerade im Fußball, das ist schade. Aber das wird den Erfolg dieser Mannschaft nicht beeinträchtigen. Wenn man das sieht, haben wir sowieso nur in einer Mannschaft eine reelle Medaillenchance gehabt. Das wäre die Frauenfußballmannschaft gewesen. In allen anderen wäre es schön gewesen, sie dabei zu haben. Aber Medaillenchancen sind nicht dabei. Und das gibt jetzt auch die Chance, vielleicht für die ein oder andere Sportart, sich mehr in den Vordergrund zu spielen und dann dort erfolgreich zu sein. Wir werden in London tolle Olympische Spiele erleben und wir werden eine erfolgreiche und sympathische deutsche Olympiamannschaft haben. Herr De Maizière, werden Sie auch nach London gehen? Ja, ich werde auch nach London gehen. Wir haben ja auch Soldaten nicht nur im Wintersport, auch in den Sommerspielen. Also zum Beispiel die Turner, Philipp Boy ist ein Soldat, natürlich beim Boxen. Auch beim Gewichtheben in der Leichtathletik, der Diskuswerfer Robert Harting, der immer sein Trikot zerreißt, wenn er gewinnt. Ja. Und ich meine, das muss man mal sagen, wir feiern hier fröhlich. Aber er hat seine Goldmedaille gewidmet einem gefallenen Soldaten, einem Kameraden von ihm. Und das hat mich tief bewegt. Ja. Also da haben wir im Sommer auch was zu bieten, aber die Dominanz wie im Wintersport ist im Sommer nicht so. Und ehrlich gesagt, lieber klotzt man, als dass man überall kleckert. Und so wollen wir das auch in Zukunft halten. War ein wunderbares Schlusswort, Alfons. Ich möchte die Chance bloß nutzen, weil ich gerade einige Trainer und einige wichtige Leute aus dem Hintergrund des DSV-Teams sehe. Die Magdalena und die Athletinnen und Athleten stehen ja dann immer schnell im Rampenlicht und bekommen von außen den Dank. Ich möchte einfach in dem vertrauten DSV-Umfeld, dem Uwe Müßiggang, dem Rico Groß und all denen, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass solche Erfolge möglich werden, im DSV-Familientreff ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott ausdrücken. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. So, und damit hat die Musik wieder die Oberhand. Ich bedanke mich recht herzlich. Und